Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Grounded. Ihr Lieben, Suche im Labor nach Hinweisen auf Dr. Tully. Wir haben uns letztes Mal hier runtergeschlichen, quasi an der schwarzen Witwe vorbei. Das Zusammentreffen machen wir später nochmal. Wir werden jetzt erstmal in aller Gemütsruhe dieses Labor hier erkunden. Ich freue mich drauf. Ich muss schon wieder was trinken. Ach so. Steht doch Wasserspender hier für solche Zwecke. Ich baller mir noch eine Laus rein. Und ich würde sagen, hier ist erstmal nichts weiter, bis auf dieser mysteriöse Stuhl. Ich hoffe, ich habe hier nichts übersehen. Und ich höre die ganze Zeit wen randalieren. Die Kassette, die hier lag, haben wir uns beim letzten Mal ja schon angehört. Wir haben auch schon die Bilder von Tullys Zerfall begutachtet. Ja, ich würde sagen, es gibt nur diese eine Tür. Dann gucken wir mal vorsichtig, was hier in den Tiefen des Labors noch so abgeht. Ja, ich höre ihn die ganze Zeit. Was ist denn hier los? Ist das der Mant? Dement? Dement ist er? Hoffentlich auch. Okay, jetzt nochmal. Oh Gott. Das wird ein schweres Stück Arbeit, wenn ich sehe, dass wir hier speichern können, analysieren können und eine Werkbank haben. Dann heißt es, das wird ein schwerer Kampf. Salzstücke? Heißt das, wir brauchen eine salzige Waffe? Das ist schlecht, die habe ich nicht dabei. Liegt hier was im Mülleimer? Nee. Ich könnte mir hier einen Respawn-Punkt machen. Oh, hier liegt noch was zu essen. Milchbrotleib. Ja, nö. Eigentlich brauchen wir hier erstmal nichts vor, ne? Gibt es zwei Wege, rechts oder links? Wo wollen wir lang? Ich mache mal einen Respawn-Punkt hier tatsächlich. Gucken wir, ob hier noch irgendwas hier im Müll rumliegt. Nee. Gehen wir erst rechts. Oh. Das sieht... ne, wir gehen nicht rechts, wir gehen erst links. Das ist wahrscheinlich... Oh, hier sind infizierte Viecher und so. Wieder auf die Axt. Nein, mach doch sowas nicht. Boah, was ist denn hier los? Ist ja richtig Betrieb hier in der Bude. Lass mal vorsichtig gucken, was hier abgeht. Hallo? Da liegt noch was zum Lesen. Hier liegt noch was zum Lesen. Kategorie Projekt Mant. Testlauf 1. Labor im Unterschlupf. Dr. Wendell Tully. Anmerkung vor dem Test. Vorläufige Pilzkeimungstests waren vielversprechend.
Cordyzepin-Rezeptoren zeigen eine natürliche Anziehungskraft auf die protozerebrale Masse des Gefäßes. Das ist ja gar nicht so komplizierter Text, da freue ich mich. Unwillkürliche Krämpfe und Zuckungen wurden während des gesamten Prozesses mit jeder Infusion von purer Wissenschaft dokumentiert. Mensch zeigt Lebenszeichen. Um dieses Gefäß zu steuern, habe ich ein neuronales Relais an die Antennenlappen gekoppelt. Das sollte eine rudimentäre Kontrolle des Testobjekts ermöglichen. Ergebnisse. Teilerfolg. Ich konnte den Ment über 4 Minuten lang in Bauchlage, einschließlich der Fingergelenke, steuern. Es war eine surreale Erfahrung, durch die Augen eines Insekts zu sehen. Eine beinahe digitale, pixelbasierte Darstellung in einem ungewöhnlichen Farbspektrum. Es wird noch einige Tests erfordern, bis sich mein menschliches Gehirn an eine derart wundersame Sicht auf die Welt gewöhnt hat. Die Beingelenke waren schwieriger zu steuern als erwartet. Vor einer weiteren ambulanten Studie sind weitere Muskelsprossentransplantate erforderlich. Ich werde meine sprichwörtlichen ersten Schritte in wenigen Tagen gehen. Er wollte sich selber zu so einem Man machen, um wieder sich bewegen zu können, weil... Ja, er ja so verschrumpelt war, dass er es selber nicht mehr konnte. Was ist das hier für eine Brühe? Ich glaube, wir sind doch erst... Guck dir den Arm. Was soll das sein? Arm? So kleinen Minifingerchen. Was haben wir hier noch? Muskelabbau. Anmerkung von dem Test. Die Bindung von Muskelsprossen an das Calciumcarbonat in der Familie der Formicidae war überraschend effizient. Die neuen anthropodischen Gliedmaßen des Gefäßes sind dem menschlichen Äquivalenten in beinahe jeder Hinsicht überlegen. Der fortschreitende Muskelabbau bleibt jedoch eine unerfreuliche Nebenwirkung. Offenbar ernährt sich der Körper von dem enzymatischen Protein der Sprossen. Einsatz von Nebelpilzinjektionen, um diesen Abbau entgegenzuwirken. Ergebnisse: Erfolg. Mehrere Pilzwucherungen haben sich auf dem Panzer des Kadavers entwickelt, aber der Muskelabbau scheint rückläufig zu sein. Das Gefäß ist nach 24 Stunden stabil. Seltsamerweise scheint das Verdauungssystem Überstunden zu machen und hat viskose grüne Exkremente am Ende des Systems produziert. Als vorübergehende Lösung habe ich das Gefäß in meine alte Unterwäsche gesteckt. Hoffentlich kann ich diese Experimente abschließen, bevor mir die Schlüpper ausgehen. Alter, was für ein Wissenschaftler. Was ist denn hier mit der Figur? Kann ich die mitnehmen? Wie viel Licht habe ich noch? Oh, ist nicht mehr so viel. Oh Gott. Entweder ist es extrem dunkel. Das ist der Ment. Oder was? So einem fetten Arm. Ich fürchte, wir müssen den gleich aus der Hose pusten. Hier ist noch mal was. Projekt Mant Zip Faser. Notizen vor dem Test. Phase 1 abgeschlossen. Ich habe erfolgreich mehrere Spinndrüsen von Radnetzspinnen in den Mant-Kadaver transplantiert. Deswegen laufen hier auch so viele rum, ne? Da dem Körper ein arachnides Abdomen fehlt, habe ich mich von einigen Fersenspinnerarten inspirieren lassen und die Netzdrüsen in den Vorderbeinen bzw. Armen platziert. Phase 2 umfasst wie bei früheren SIP-Tests eine Infusion von purer Wissenschaft zur Erhöhung der Netzproduktion. Erfolg! Die Netzproduktion funktioniert und alle Proben haben eine Reißfestigkeit, die weit über den Werten natürlicher Arachniden liegt. Mit den großen Spinndrüsen in den Armen sollte sich die Netzproduktion natürlich anfühlen, wobei die Drüsen groß genug sein sollten, um einen gewissen netzewerfenden Superhelden von Neid erblassen zu lassen. Spider-Man 2. Ich bin sicher, die mühselige Vermeidung der Gefahren des Gartens gehört damit der Vergangenheit an. Okay. Haben wir noch was? Ja, hier ist noch was. Kondensierte Wissenschaft. Die von meinem Mixer erzeugte kondensierte Wissenschaft sollte als perfektes Bindemittel für dieses anatomische Wunderwerk dienen, das ich zusammengefügt habe.
Wo Panzer auf Muskelsprossen trifft, wo Mandibeln zu Zehen werden. Ich sollte erwähnen, dass die kondensierte Wissenschaft die schwammige Evolution dieses wundersamen Teilchens sehr empfindlich auf Wärmeimpulse reagiert. Ah, daher werde ich diese Implantate mit geringer Energie formen. Ich will die Wissenschaft nicht überhitzen. Heißt das, wir brauchen würzig? Fehlschlag. Reduzierte Energieeinstellung instabil. Zahlreiche Energiespitzen haben die empfindlichen Bereiche des Gefäßes geröstet. Der Gestank ist kaum zu ertragen. Gut, dass Bürger nicht hier ist, um meine lausigen Kochkünste zu bestaunen. Das würde er mir ewig vorhalten. Fangen wir doch mal von vorne an. Es wird Zeit, einen weiteren Kadaver zusammenzubauen. Okay. Ich würde sagen, gut, was willst du machen, ne? Wir müssen rein. Bisschen Platz habe ich zur Not noch. Du kannst auch mal... Essen brauchst du jetzt gerade eigentlich nicht. Was trinken könntest du noch mal? Ich hoffe, ich brauche meine Mütze nicht. Wo ist denn mein Sack? Achso, den habe ich wieder auf die Leiste gelegt. Das heißt, wir haben unseren scharfen Stab. Der könnte vielleicht was bringen. Ich sollte das Schwert auflegen. Wir müssen uns mal durchprobieren, was hier am geilsten ist. Gegen den Ment. Mach das mal so. Das. Und, wir weiß nicht, ob wir auf den drauf rumhämmern. Ach, hier, die Mutterspinnenkeule brauchst du natürlich noch. So. Ja. Ich glaube, so können wir rein. Da liegt noch eine Kassette. Dann gehen wir mal erstmal hier durch. Das kann man nicht lesen. Die ganzen Figürchen hier überall. Yay! Er feiert. Oh. Ach, guck mal. Ach, damit, hier machen wir die Tür auf. Die auf der anderen Seite eben war. Kann das sein? Oder ist das einfach der Weg raus wieder? Was haben wir denn hier noch? Gibt es hier Hinweise drauf, wie wir den am besten bekämpfen können? Die Unterhose ist die beste hier. Hauptsache die Schlüpper reichen. Project Mant is nearing completion. The first good news in as long as I can remember. Perhaps my previous failures have all led to this point. Wendepunkt, my defining moment. This new body will allow me to continue my research. I've created a super scientist. My checklist is complete. Consciousness transfer procedures will now begin. Ich kann die Fussi ja nicht aufheben. Oder was auch immer das ist. Geht nicht. What's this? Brainwave functions are spiking. Impossible. Oh. Ah! Blasted hominid tech. Turn it off. Turn it off. Note to self. Check soldering on the relay diodes of the neural displacer. Again. Yes, again. Okay, und was ist da ein bisschen schief gelaufen? Er ist auch manchmal ein bisschen der zerstreute Professor, der Gute. Ja, ich glaube, wir müssen rüber, Tatsache. Womit starten wir durch? Ich gehe erstmal mit dem Schwert drauf. Mal gucken, was er so ab kann. Oh. Scheiße, ich hätte noch einen Verband. Jetzt kannst du vielleicht doch mal das Ding hier essen, bevor es vergammelt. Bist du wissens direkt wieder voll? Ja gut, Tür ist auf. Ich sollte mal hier speichern nochmal. Könnte sein, dass wir es nicht unbedingt gleich beim ersten Versuch hinkriegen. Ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet. Also, rein hier.
Oh, wir sind immer noch nicht da. I'll fight giant bugs all week long, but I draw the line at scary ass man bug monsters. Er hat einen Schlüpper an. Sieht der mich schon? Okay, wir haben noch bessere Dinge vor. Wir können auch noch was anderes machen. Wir müssen ihn nicht unbedingt erledigen. Oh, hier ist kaputt. Ah, hier musst du hoch. Ah. Und hier kommen wir auch nicht raus. Ja, dann. Leute, wir können hier... Gibt es hier noch was? Moment. Jetzt gucken, ob wir noch irgendwas abgreifen können. Was ist der Gang? Kommen wir da rüber? Da würde man rüberkommen. Oh, jetzt wäre ich beinahe schon reingefallen, aber ich glaube, hier ist nichts. Nö. Okay, ich denke, da ist hell genug drin. Ich ziehe mal meine richtige Mütze auf. Haben wir ihn schon von hier? Ach, egal, rein. Oh, warte mal. Okay, das bringt gar nichts. Oh, ist der strong. Okay, das... Ja, das ist okay. Aua. Das ist okay. Dann mit Armbrust. Immer ins Auge. Boah, der hat aber eine Range. Alter Schwede. Nochmal ein Verband. Halt. Oh Gott, ich habe keine Ausdauer mehr. Das ist auch scheiße. Ich habe natürlich auch wieder dummerweise meine... Was macht er jetzt? Er wirft was. Nicht gut. Oh, jetzt hat er... Oh, shitty. Nee, das ist auch nicht ultra... Oh! Oh Gott! Nicht doch. Macht den Schaden. Und komische Geräusche. Das darf mich auf keinen Fall treffen. Das ist ja ultra heftig. Scheiße. Was war denn das jetzt? Oh oh. Ausdauer. Noch ein Smoothie. Das war die scheiß Ameise, ne? Oh. So, ab und zu mal ein bisschen Schaden bei ihm machen. Oh, ich glaube, wir haben zu wenig Zeug mit. Oh nein, jetzt hat er eine große Ameise gespawnt. Okay, schnell. Nein, schnell Energie. Was ist denn jetzt los? Ja, ich muss deutlich... Ja, ich brauche mehr Smoothies. Scheiße.
Und wahrscheinlich auch viel mehr Ausdauer. Mit seinen Geräuschen. Abfahrt. Ausdauer. Jo, und Abfahrt. Ausdauer. Oh, jetzt muss ich wieder direkt an ihm vorbei. Okay, jetzt nur noch mit Verbänden wird es krass. Naja, das schaffe ich nicht. Da hätte ich am Anfang ein bisschen besser... Also... Wir können es hinkriegen. Wir dürfen bloß auf keinen Fall... Oh, jetzt gehen wir drauf. Scheiß Ameise tut noch ihr Letztes dazu. Ja. Wir laden natürlich nochmal. Oh, das mit den paar Smoothies wird es tatsächlich nicht ganz einfach. Müssen wir mal schauen, ob was, wenn wir diesmal besser vorbereitet sind, hinkriegen. Ich will mal auch nochmal auf jeden Fall in unsere Mutationen gucken. Habe ich wie immer vor dem Kampf natürlich vergessen. So, was brauchen wir denn? Was haben wir denn überhaupt? Wir kämpfen hauptsächlich mit der Armbrust. Laufen kostet deutlich weniger. Okay. Das können wir schon mal nehmen. Am Eisen auch nicht ganz schlecht. Eigentlich. Aber wichtig wäre ja eigentlich eher, ne? Ich glaube, ich nehme den Heckenschützen dazu. Das Armbrust. Junge, Junge, der macht aber auch Schaden, ey. Aber er darf mich halt nicht mit seiner Dreierkombi erwischen. Dann sollten wir das vielleicht sogar hinbekommen. Und jetzt weiß ich auch schon, mit was ich drauf kann. Also eigentlich nur Armbrust. Oh, hell no. I'll fight giant bugs all week long, but I draw the line at scary ass man bug monster. Also, machen wir nicht lange rum. Okay, das habe ich mir bald gedacht. Dass das nicht funktioniert. Vielleicht wären ein paar geilere Pfeile auch nicht schlecht gewesen. Okay, jetzt erstmal ein bisschen Ausdauer. Oh oh. Ausdauer bitte. Wo ist die Ameise? Oh, hat nicht gereicht, die zu killen. Jo, und dann krieg ich seine Dreierkombi ab. Weil ich zu dicht dran war. Direkt wieder. Oh,
Die müssen wir mal gleich versuchen wegzuknallen. Natürlich. Nein! Geil! Ausdauer. Okay, die ist weg. Ist nice. Wird gleich wieder ein neues bauen wahrscheinlich, aber. Verband gleich mal. Komm, diesmal müssen wir was hinkriegen. Hab ich getroffen? Wo ist er? Wo ist er denn? Der ist rausgebackt. Oh. Nein, komm doch wieder her. Ich glaube, ich soll den erstmal wieder reinlassen. Was ist denn das hier wieder für ein Käse? Komm so rein! Nicht so schüchtern. Befugter Zutritt. Ey, bitte, komm so. Komm doch. Da ist er wieder. Komm zu mir. Sehr gut. Aha. Da eigentlich auf dem Rücken? Auf dem Rücken irgendwas, wo man... vielleicht irgendwie besser Schaden machen kann? Ich sehe es nicht. Oh oh. Oh shit. Okay, jetzt nicht von der Ameise ablenken lassen. Einfach drauf und den wegbolzen. Ausdauer. Ganz locker bleiben. Ausdauer. Nice. Nein. Oh, das war knapp. Sehr gut getroffen. Zwei Schuss noch. Nein. Ich habe daneben geschossen. Nein!
Ich werd verrückt! Nein! Jetzt bin ich pisst. Ach, das ist doch auch Mist. Oh, Ausdauer ist in. Sehr gut. Wo ist er jetzt wieder hin? Der verzieht sich ja jetzt jedes Mal. Oh, da muss er irgendwie sein. Kommen Sie rein. Kann ich ihn treffen? Nein, natürlich nicht. Was ist denn das für eine Scheiße? Komm doch mal hier rüber. Hier bist du doch irgendwo. Jetzt habe ich ihn, glaube ich, komplett kaputt gemacht. Kommst du nochmal oder wird das jetzt hier nichts mehr mit uns? Ich glaube, jetzt habe ich ihn wirklich. Ich mache ihm Schaden. Oh, das fehlt mir jetzt auch noch. Nein, ich glaube, ich habe ihn besiegt. Aber ich kriege jetzt seinen Loot nicht. Nur weil ich beim letzten Mal... Wir müssen nochmal neu laden, das nutzt ja nichts. Das müsste eigentlich mein Speicherstand sein. Wir müssen nochmal durch. So will ich jetzt auch nicht gegen ihn gewinnen, weißt du? Oh mein Gott. So, gönn dir mal was Schönes. Oh, Heckenschütze musst du wieder anmachen. Das ist ja blöd, dass er da fast jedes Mal jetzt rausbackt.
Aua, das ist aber gemein. Das war ein beschissener Start. Ja, das war's. Alter, was ist denn mit ihm? Ich sauf hier. Drecksack. Das wird wohl nichts werden. Schon mal eine ganze Smoothie ist jetzt hier durchgebracht. So, jetzt bleib aber bitte mal in der Arena hier, mein Freund. Er ist aber heute schlecht drauf. Er legt ganz gut auf. Er teilt ganz gut aus jetzt hier. Hab mich genau in die Ameise reingezogen, der Hund. Was da war? Dieser einfach nicht stirbt. Das ist ja unglaublich, wie viel Schuss ich für eine scheiß Ameise brauche. Okay, erstmal wieder auffallen. Und dann ein bisschen was reinzischen. Was da war? Ein bisschen Ausdauer aufbauen. So. Ja, das macht er nicht. Einmal auf die Unterhose. Okay, Ausdauer. Und glaube ich gerade so außer Range von ihm. Wie wieder direkt neben mir diese Kackameise gespawnt hat, ist mir jetzt aber auch egal. So rein ins Gesicht. Oh oh. Bisschen Ausdauer bitte. Ich muss kurz die Ameise, glaube ich, wegmachen, wenn ich das hink. Nee, kriege ich nicht hin. So, um uns mal wegzuhalten von der Ameise und von ihm so ein bisschen. Schießen wir mal ein paar Mal ins Gesicht. Kleinen Verband. Okay. Oh. Ausdauer. Erstmal Ausdauer aufbauen.
Ausdauer. Nein. Ausdauer. Ja, wir haben ihn. Oh mein Gott. Monsteriöser Fremder. Jetzt haben wir es uns endlich richtig verdient. Oh. Junge, den Kampf fand ich ätzender als den gegen die Mutterspinne. Weil man so lange so konzentriert bleiben musste. Ich glaube, ich habe auch wirklich nicht viel geredet. Aber jetzt musste ich ihn schaffen. Lecco mio. So, was hat er denn, der Mant? 1000 Wissenschaft. Ich habe nicht gescannt, ich Depp. Ach, was willst du machen? Ah, trotzdem irgendwie die goldene Karte bekommen. Habe ich ihn doch gescannt? Nein, sag nicht, ich habe ihn nicht gescannt. Ja, wenn ich die Karte habe, habe ich ihn auch gescannt. Ah, sehr gut. Uns fehlt ja noch ein harmloses Tier. Hier noch zwei, ja gut, und hier noch so einige, aber naja. Och Gott sei Dank, ey. Alter Schwede. Jetzt kann ich hier die Tür öffnen auf jeden Fall. Oh, mehr war ja hier nicht. Und wir kommen hier wieder raus.